Mike Wagefeld kam im Winter aus Nürnberg zurück nach Dresden. Erstaunlich, welche Stabilität der 25-Jährige dem wackeligen Dynamo-Spiel gab. Der Mann mit der 6 auf dem Rücken hat Dresden die Hoffnung auf den Klassenerhalt zurückgegeben. Er ist nicht der Kapitän, das ist René Beuchel, aber es ist nicht zu übersehen, wie viel Ausstrahlung dieser Wagefeld besitzt. Dresden in Gelb-Schwarz mit völlig neuer Innenverteidigung. Votava und Kukerka fehlten. Pergel rutschte nach innen und Opitz kam ebenfalls rein. Dresdens erster Angriff in der 3. Minute abgeblockt und dann die Burghauser im Konter. Das hatte Schupp erwartet. Kneißl kurz gestoppt. Dann ist er nochmal am Ball. Hertel spielt den Ball nach vorn. Horvath fliegt durch den Strafraum. Kneißl 0:1. Das 3. Saisontor von Sebastian Kneißl. Aber was hat Darko Horvath da gemacht? Der Blick leer, es war sein Fehler. Der 3. in den letzten Spielen gegen Fürth in Aachen und heute schon wieder gepatzt. Fink irritiert Horvath, aber so darf er sein Tor natürlich nicht freiräumen. Fehler auch von Opitz, der die Torlinie verlässt. Peter Pakult hat plötzlich wieder ein Torwartproblem. Darko Horvath, der Nachfolger von Ignaz Krešić. So stark hat er gehalten, aber jetzt in den Zitterspielen macht er plötzlich Fehler. Wenn er den Ball weglässt, passiert vermutlich gar nichts. So 0:1. Uwe Gospodarek kennt das miese Gefühl, einen Fehler gemacht zu haben. Hier freut er sich natürlich. Gewinnt Burghausen, ist der Abstieg kein Thema mehr. Klasse Reaktion der Dresdner Fans. Es war ja noch ein ganzes Spiel Zeit. 8. Minute, schon wieder Burghausen. Vukovic, Horvath. Ein Pfiff, das 0:2. Stefan Lupp hatte auf Tor entschieden. Ein unfassbarer Auftakt für Dynamo Dresden. Und schon wieder sieht Horvath unglücklich aus. Durch die Beine. Und dann greift er mit rechts nach. Aber hier konnte er wenig tun. Beuchel hatte den Kopfball von Vukovic da hinten zugelassen. Und Horvath, er weiß natürlich selbst am besten, ob der Ball drin war. Kein Protest, geschweige denn Wut. Denn, na klar, der war hinter der Linie. Die Lupe bestätigt diesen Eindruck, wenn man den Blickwinkel noch mit einkalkuliert. Die 10. Minute. Dresden hat noch nie gegen Burghausen gewonnen. Nun lagen sie 0:2 hinten. Die Gelb-Schwarzen waren orientierungslos. Burghausen wollte das nutzen. Versuchte, das 3. Tor zu machen. Und Horvath mit dem ersten Ball, den er fängt. Und es steht schon 0:2. Von Dynamo musste man nun harte Arbeit erwarten. Die Floskel über den Kampf zum Spielfinden hatte jetzt hundertprozentige Berechtigung. Die Führungsspieler mussten sich zeigen, wie Wagefeld, wie Fröhlich. Erste gelungene Kombination von Dynamo Dresden. Keine große Gefahr für Gospodarek, aber immerhin ein Zeichen. Burghausen stand nun tief, Dynamo Dresden übernahm das Spiel. Ivo Ulich. Er ist gerade Vater geworden. Ulich Bröker, nochmal Ulich. Und da kommt Wagefeld. Zwei Tore hat er gemacht für Dynamo. Zweimal hat Dresden 1:0 gewonnen. Ein Tor jetzt wäre mal wieder enorm wichtig. Könnte Dresden ins Spiel zurückholen. Und dieser Schuss, er war knapp. Gospodarek wäre allerdings noch dran gewesen. Nein, dieser Wagefeld, der hat das Spiel noch nicht abgeschrieben. 26. Minute, Ecke Dresden. Getreten von eben Wagefeld. In der Mitte wartet Kennedy, noch ohne Tor 2006. Bis jetzt, Dresden ist zurück durch Kennedy. Der war so lange verletzt, hatte nach seiner Rückkehr noch nicht getroffen, aber ständig Unruhe verbreitet. Dieses 1:2, eine logische Konsequenz für seine Spielweise. Dresden zurück im Spiel. Kennedy hatte mehr Anlauf, mehr Schwung und deshalb schwebt er so viel höher als Nico Herzig und kann einköpfen. Und auf der Linie, da erinnert Martin Vogel ein wenig an den Cottbusser Torwart Pieplitzer. Dem fällt der Ball einfach auf den Kopf, weil Gospodarek im letzten Augenblick noch die Hand wegzieht.
1:2 durch Kennedy und er war wieder daran beteiligt. Mike Wagefeld, an 5 der letzten 8 Dresdner Tore hatte er seinen Anteil. Die direkte Antwort von Wacker Burghausen. Da rennt Martin Oslislo. Er war eingewechselt worden für Timo Nordsch, der verletzt raus musste. Jetzt war Feuer im Spiel. 28. Minute. Woje Vukovic, der Torschütze, getroffen vom eigenen Mann von Herzig. Und dann blieb er liegen. Lange liegen. Schauspielerei. So riefen die Fans. Und das meinte auch Peter Packholt. Aufgeladene Atmosphäre jetzt in Dresden. Allerbeste Fußballstimmung. Mike Wagefeld. Gegen Siegen hatte er aufs lange Eck gezielt und getroffen. Diesmal genau dieselbe Idee, aber Gospo Daric stand schon da, hatte sich offensichtlich perfekt auf dieses Spiel vorbereitet. 43. Minute, wieder, na klar, Wagefeld. Pergel und Kennedy. Mit langem Bein versucht er zum zweiten Mal heute Abend zu treffen. Die 44. Minute. Dresden jetzt mit Kampf, gewann viele Zweikämpfe. Uhlig, Wagefeld. Bröker gegen Herzig, setzt sich durch. Fröhlich, abgeblockt durch Hertel. Aber nochmal eine Ecke. Natürlich getreten von Wagefeld. Gospo Daric fliegt vorbei. Pause in Dresden. Durchpusten, auch auf der Tribüne. Doreen Fröhlich ist Freundin des Mannes, der in der zweiten Hälfte Dynamo noch zum Sieg führen soll. Und der heißt natürlich Mike Wagefeld. Er hatte die meisten Ballkontakte der ersten Hälfte. Bayreuth hat die Wagner-Festspiele, Dresden heute Abend das Wagefeld-Spiel. Mike Wagefeld schon wieder beim Freistoß. Immer lautstark, immer motiviert. Dresden kam mit festem Vorsatz in die zweite Hälfte, schnell den Ausgleich zu erzielen. Lange Bälle auf Kennedy, der setzt sich durch gegen zwei, schiebt auf Fröhlich, aber da war die Tür schon zu. Markus Schupp unterschreibt demnächst einen neuen Zweijahresvertrag in Burghausen und er merkte, jetzt müssen sich meine Jungs wehren. Und Krejci tat als erster. Es war ein Spiel voller Emotionen. Gelb für ihn, der eine Abseitsentscheidung moniert hatte. Und dann rutscht er ihm raus, der Stinkefinger. Stefan Lupp hatte in dieser Atmosphäre ein schweres Amt. Die nächste Szene, ganz draußen, da spielte jetzt Alexander Ludwig, letzte Woche aus dem Kader gestrichen von Packholt, jetzt überraschend drin. Ludwig, gefoult von Schmidt, Wagefeld jedoch frei, sein Vorteil wird aber zurückgepfiffen. Trotz Gelb für Schmidt, Dresden war sauer. Ronald Schmidt, er kam heute für den gesperrten Drescher ins Spiel. Aber Freistoß für Dresden, Wagefeld steht da, natürlich, aber Überraschung, Kagara, Gospo Daric. Dennis Kagara geht im Sommer zurück zur Hertha, aber er will natürlich nicht als Absteiger ankommen. Die 68. Minute. Burghausen gelang es, sich zu befreien. Den Ball vom eigenen Strafraum fernzuhalten. Und wenn sich die Möglichkeit bot, dann ging schnell. Kneißl. Dieser Ball ist ihm noch über den Riss gerutscht. Aber wie zielsicher er sein kann, das hatte er beim 0:1 bewiesen. Sebastian Kneißl. Die 69. Minute. Packholt wechselte Bröker aus, brachte Vorbeck. Der ist unter den Fans nicht unumstritten. Sein Laufspiel erinnert nicht an Einsatz und Kampf. Heute die ideale Gelegenheit, Kredit aufzunehmen. Durch ein Tor. Da ist er, Marco Vorbeck. Vorbeck lobt den Vorbereiter. Und das war Christian Fröhlich. Er hatte schön an Jeknic vorbeigespielt in die Gasse. Aber Vorbeck wird gerade noch von Herzig abgefangen. Eine Kombination, die Dresden gut tat. So, Kagara auf Fröhlich und dann ist es Vorbeck. 76. Minute, Freistoß Wagefeld. Auf René Beuchel, der Kapitän köpft mit dem Rücken zum Tor. Ja, das kann eben nur Uwe Seeler. Peter Packholt in dieser zweiten Hälfte noch mit saurem Geschmack im Mund.
Seine Frau Manuela war extra aus Wien gekommen, um Dynamo siegen zu sehen. Genau wie insgesamt 13.800 Zuschauer in Dresden. 6.200 fehlen also zu den 20.000, die die Dauerkarte der nächsten Saison billiger machen. Aber das war jetzt ganz egal. Es ging um mehr. Es ging um den Klassenerhalt. Die 82. Minute. Dennis Kagara. Auf Vorbeck. Kennedy. Ulich. Ivo Ulich, 120 Bundesligaspiele für Gladbach. Er erwartet mehr von sich. Dresden hat noch nie gegen Burghausen gewonnen. Nur einen Punkt geholt. In der letzten Saison durch Carsten Oswald in allerletzter Sekunde. Vielleicht gab ja das Mut. 88. Minute. Alle Dresdner vorn. Wagefeld. Durcheinander. Ulich. Kagara. Fast alle Spieler nun im Burghauser Strafraum. Aber natürlich auch Uwe Gospodarek. Schupp erwartete nun einen Konter seiner Elf. Bogavac war schon ausgewechselt, aber natürlich kann es auch Krejci. Vorbei an Wagefeld. In der Mitte lief der eingewechselte Burkhardt mit, aber Krejci versuchte es allein. Vorbei an Kagara, vorbei an Pergel und Horvath. So kennt man ihn, den Darko Horvath in der Rückrunde. So hat er oft gehalten. Nachspielzeit, alle standen. Kagara dagegen flitzte. Der letzte Versuch. Die Außenbahn war frei. Kagara, er kämpfte, er rackerte. Aber es reichte nicht mehr. Burghausen siegt in Dresden 2:1. Markus Schupp kann in aller Ruhe die nächste Saison planen. Der Abstieg ist kein Thema mehr. Wohl aber in Dresden. Nur noch 3 Heimspiele. Da muss jetzt auswärts was passieren. Zum Beispiel in Offenbach. Sie hier werden wohl alle mitfahren, aber steht er noch im Tor? Darko Horvath hat die Niederlage mit seinem Fehler eingeleitet. Eine Niederlage, die so wehtut, wie Felix Schwadorf feststellte. Alle sind stinksauer, hier Sie auch. Was heißt stinksauer, wenn man ja, vom Ergebnis mit Sicherheit, aber wenn man das Revue passieren lässt, denke ich, kann man auch sagen, die Niederlage war verdient, weil wir haben uns einfach viel zu blöd angestellt. Was haben Sie ein bisschen Sorge gehabt, dass er sich eine rote Karte abholt? Ja, das muss der Spieler selber. Ich meine, ich kann da wenig Einfluss nehmen, aber er hat sich dann eigentlich eh zurückgenommen. Aber trotz allem war das heute zu wenig, um hier erfolgreich zu sein. Dresden war doch so gefestigt in den letzten Spielen. Und ist das hier nur so ein Ausrutscher oder was war das heute für ein Spiel? Ja, jetzt sind wir wieder mal selbstbewusst, indem ich jetzt mal antworte, ja, das war ein Ausrutscher. Das ist auch eine ehrliche Antwort, ja. Das ist auch eine ehrliche Antwort, ja. Mike Wagefeld, der Mann der ersten Hälfte. Er war heute nach dem Spiel um eine Antwort verlegen. Nach einem Spiel voller Emotionen vielleicht auch eine weise Entscheidung.